Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Wiki.js über einen Docker auf eurem Unreal-Server installieren könnt und das Ganze anschließend mit einer Domain verknüpfen könnt. Dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Doch wie immer zuerst einmal, was ist Wiki.js überhaupt? Wiki.js ist eine moderne Open-Source-Wiki-Software, die auf Node.js basiert und es ermöglicht, Inhalte über eine intuitive Benutzeroberfläche zu verwalten und zu veröffentlichen. Sie bietet flexible Anpassungsoptionen und unterstützt eine Vielzahl von Datenquellen. Dabei sind die vier wichtigsten Funktionen einmal der Markdown-Editor, welcher eine benutzerfreundliche Live-Vorschau mit vielen anderen Formaten unterstützt, dann die Rechteverwaltung der Benutzern oder der Gruppen, die Unterstützung von mehreren Sprachen sowie die Integrationsmöglichkeit von externen Diensten wie Google Drive, Git, Datenbanken oder auch Diensten tatsächlich wie Matomo oder Google Analytics und so weiter. Später zeige ich euch dann auch noch ein bisschen ausführlicher einfach so ein paar Bereiche, damit ihr einen groben Überblick bekommt. Aber dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mit der Installation auf Unreal los. Und wie immer kommen wir hier im Unreal Apps Tab an. Und bevor wir jetzt den Wiki.js Docker installieren, brauchen wir noch erst eine Datenbank. Klar, man könnte auch SQLite verwenden, ist aber nicht empfohlen, da es eben einfach weniger Leistung hat und deswegen empfehle ich euch auch, hier einfach Postgres zu verwenden. Und wie ihr das installiert könnt, das seht ihr jetzt, denn hier könnt ihr einfach in der Suchleiste Postgres eingeben und ich verwende hier PostgreSQL 16. Ich habe schon Docker darauf, deswegen Install Second Instance, ansonsten ihr müsst hier einfach nur auf Install klicken. Dann deswegen muss ich jetzt hier natürlich auch umbenennen, müsst ihr wie gesagt nicht machen im Normalfall. Dann haben wir den Port, den könnt ihr gleich lassen, ich muss ihn anpassen. Der Pfad, den könnt ihr auch gleich lassen, aber ich muss da meine Second Instance reinschalten. Ansonsten das Passwort, das solltet ihr nun auch festlegen. Da wählt ihr bitte ein sicheres Passwort. Und das hier ist nur eine Testinstanz, die wird danach eh gelöscht, deswegen könnt ihr hier auch gerne das Passwort sehen. Ansonsten der PostgreSQL User, da sage ich jetzt einfach wikijs-user. Und dann haben wir noch PostgresDB, das ist jetzt auch wikijs-db. Und jetzt können wir einfach auf Apply klicken. Jetzt wird hier unser PostgreSQL Docker installiert. Das hat bei mir jetzt natürlich schnell funktioniert, das Image war ja schon da. Und unser nächster Schritt ist jetzt hier eben Wiki.js. Und dafür einfach Wiki.js eingeben. Und ich nehme jetzt das von Linux Server Repository. Ihr könnt auch das andere nehmen, aber ich zeige euch jetzt die Anleitung für Linux Server Repository. Ist im Grunde genommen nicht wirklich anders. Hier klickt ihr auf Install. Und das möchte ich jetzt aus dem Internet erreichbar machen. Dafür verwende ich dann wie immer bei Network Type mein ProxyNet, mein CustomNet. Und wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann guckt jetzt gerne oben in der Infocard vorbei oder unten in der Videobeschreibung. Da habe ich euch das Video dazu verlinkt, warum ihr das machen solltet. Ansonsten der WebUI Port, da könnt ihr euch jetzt einen raussuchen. Ich nehme hier den hier und dann haben wir hier den Pfad von den Daten von Wiki.js. Und hier würde ich jetzt /mount/user/wiki.js-data verwenden, weil es ist dann nicht im App-Data, sondern das ist dann hier eben quasi dann ein Share. Unser DB-Type ist nun Postgres, dafür kopieren wir uns das einfach hier. Einfach nur set to SQLite, SQLite or Postgres. Und wir verwenden jetzt die Postgres-Datenbank und deswegen müssen wir hier jetzt noch die zusätzlichen Sachen eintragen. Der DB-Host ist unsere IP-Adresse von diesem Server. In meinem Fall ist das die 192.168.178.56. Der Port, der muss hier rein und dann der DB-Name. Das ist in meinem Fall wikijs-db. Der User ist wikijs-user. Und das Passwort ist wikijs-password24. Und jetzt können wir hier auf Apply klicken, dann wird auch dieser Docker installiert, das dauert kurz. In der Zwischenzeit mache ich schon mal weiter. Ich nutze hier für Cloudflare den Nginx Proxy Manager, habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht, findet ihr jetzt auch oben in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall habe ich mir hier jetzt ein CNAME für wiki.easytech.tech angelegt. Und in meinem Nginx Proxy Manager sieht das Ganze so aus. Und hier haben wir jetzt einmal die Domain wiki.easytech.tech, dann HTTP, dann die IP-Adresse, nun den Port. Block Common Exploits könnt ihr aktivieren und ein SSL-Zertifikat habe ich erstellt. Dafür verwende ich ein Wildcard, was ich über Cloudflare erstellt habe, FortSSL, HTTP2 Support und HSTS aktiviert. Diese drei Haken setze ich, klicke auf Save und damit ist der Eintrag erstellt. In der Zwischenzeit ist auch die Installation abgeschlossen, klicken wir auf Done und jetzt sind wir bereit, das Ganze über die Domain zu erreichen.
Und wunderbar, hier unter wiki.easytech.tech sehen wir jetzt nun Wiki.js. Hier haben wir jetzt noch einen bewegten Hintergrund. Und hier sehen wir jetzt, welche Version wir installieren. Und jetzt müssen wir hier eine kleine Einrichtung machen. Denn wir haben einmal die Administrator-E-Mail. Da kommt dann eure E-Mail-Adresse rein, die ihr hierfür verwenden wollt. Und das Passwort. Da verwendet ihr bitte ebenfalls ein sicheres Passwort. Die Site-URL ist jetzt hier, können wir einfach den Part auslöschen. Und da schreibt ihr jetzt einfach eure Domain rein mit dem Syntax https://. Und dann halt hier eure Domain. Hier haben wir jetzt noch eine Option, und zwar Telemetry. Hier können wir jetzt nämlich aktivieren oder deaktivieren, ob wir hier eben anonymisierte Daten an Wiki.js senden. Das könnt ihr aktivieren, könnt ihr nicht aktivieren. Ist eigentlich egal, ich lasse es aus. Klick auf Install und damit wird jetzt hier die Instanz fertiggestellt. Und wir werden auch direkt in den Login weitergeleitet. Und hier können wir jetzt uns einfach mit der E-Mail anmelden und unserem Passwort. Klick auf Login und sind damit jetzt drin. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten, entweder eine Homepage zu generieren oder auf Administration zu klicken. Ich gehe jetzt hier mal auf Administration und zeige euch jetzt einfach mal eine grobe Übersicht. Ich erkläre jetzt hier nicht alles im Detail, es ist nämlich schon ziemlich ausführlich. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal so eine kleine Übersicht, was wir haben, wie viele Pages, also wie viele Seiten wir erstellt haben, wie viele Users und wie viele Gruppen es gibt. Und unter dem Punkt General sehen wir hier jetzt eben so eine kleine Übersicht, unter welchem Link das verfügbar ist und wie unsere Seite heißt. Also beispielsweise hier könnten wir jetzt sagen, das ist Easy's Wiki und dann könnten wir auf Apply klicken und dann sehen wir hier oben links wird der Name angepasst. Ansonsten das Logo, also das hier, könnten wir auch anpassen, wenn ihr das hier wollt. Ansonsten natürlich hier so Sachen wie Company Name und sowas. Könnte man hier anpassen, welche Lizenz diese Dokumentation hat. Man könnte noch den Footertext anpassen. Das würde dann quasi links neben diesem Powered by Wiki.js erscheinen. Ansonsten SEO Optimization kann man hier auch zusätzliche Sachen einstellen, einfach damit das Ganze besser von Suchmaschinen wie beispielsweise Google gefunden werden kann. Ansonsten hier noch ein paar Einstellungen zu Shortcuts und so weiter. Bei Locate kann man hier auch eine Sprache auswählen. Hier kann man jetzt gerade nur Englisch auswählen, aber das können wir ändern, denn hier haben wir nämlich die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu downloaden, beispielsweise eben auch hier Deutsch. Da sehen wir es 100% übersetzt. Perfekt. Klicken wir einfach mal hier auf den Download-Button. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, Deutsch auszuwählen. Da können wir auf Apply klicken. Und jetzt sehen wir hier, ist das Ganze auf Deutsch übernommen worden. Die nächsten Punkte werden dann erst spannend, wenn wir mal was erstellt haben. Auf jeden Fall unter Theme haben wir noch die Möglichkeit, verschiedene Dinge einzustellen, wie beispielsweise zusätzlichen HTML, Head oder Body einzufügen. Auch CSS kann man hier dann überschreiben. Und hier gibt es ansonsten noch die Icon-Sätze, also ob man hier jetzt Font Awesome verwendet. Das ist dann nochmal so eine externe Website. Oder man kann hier auch den dunklen Modus aktivieren, klickt dann auf Anwenden, wobei ich glaube, das hat schon übernommen. Und dann noch ein paar weitere Einstellungen. Ansonsten unter dem Punkt Gruppen sehen wir hier einmal Administrators und Guests, also Gäste und Administratoren. Benutzer haben wir logischerweise dann auch zwei, einmal der Administrator, das bin ich gerade hier, und dann jeder Gast. Ansonsten haben wir hier noch verschiedene Module wie Analytics, wo wir hier einfach verschiedene Dienste nutzen können. Matomo ist übrigens auch dabei oder so solche Sachen wie Google Analytics, was wahrscheinlich viele nutzen werden. Kommentare, da noch einfach nochmal ein paar Einstellungen zu haben. Akismet Plugin zu haben, das ist gegen Spam und da kann man einfach noch ein paar Einstellungen treffen. Kennt vielleicht manche von WordPress. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Punkte wie die E-Mail-Einrichtung, damit man einfach den SMTP-Server einrichten kann, damit auch diese Website E-Mails versenden kann, in deinem Namen dann quasi. Unter dem Punkt Sicherheit finden wir nochmal ein paar Sachen wie viele Dateien maximal hochgeladen werden dürfen, ob die Zwei-Faktor-Authentifizierung erzwungen werden darf oder nicht oder wie auch immer. Unter SSL kann man jetzt nicht viel sehen. Wir sehen einmal den Port, der normalerweise verfügbar sein sollte. Wir haben den aber geändert, von daher ist diese Seite eigentlich relativ unrelevant für uns. Unter dem Punkt Systeminformation finden wir einfach nochmal ein paar Eckdaten. Gut, ist jetzt nicht so unglaublich spannend. Wir sehen halt, okay, läuft auf dem Docker, welchen Hostname das hat, wie viel CPU-Kerne und bla bla. Unter dem Punkt Dienstprogramme haben wir nochmal ein paar Möglichkeiten, beispielsweise hier Sachen zu exportieren, zu sichern, zu migrieren, Cache zu lernen fürs System, falls mal irgendwas nicht funktionieren sollte. Jetzt würde ich einfach mal sagen, klicken wir hier nochmal drauf und gehen auf Startseite erstellen. Und hier haben wir jetzt fünf Möglichkeiten. Entweder wir machen das mit HTML von einem Template, den Visual Editor, Markdown oder ASCII-Doc.
Und ich verwende hier jetzt einfach mal den Visual Editor. Und da sehen wir jetzt auf jeden Fall, haben wir hier schon ein paar Möglichkeiten. Hier können wir jetzt sagen, Startseite, Kurzbeschreibung, dies ist der Anfang. Dann Lokalisierung DE und der Pfad ist Home. Ja, wir können sagen Start. Dann die Schlagwörter, da sage ich jetzt einfach mal Beginning, klicke Enter, dann ist der Tag drin. Und dann geht es weiter unter Terminierung. Hier können wir jetzt festlegen, wann es veröffentlicht wird, ob das überhaupt veröffentlicht werden soll. Und ich sage jetzt hier einfach, das soll ab heute veröffentlicht werden und bis morgen. Klick dann weiter auf Skripte und hier können wir jetzt zusätzliche HTML-Eigenschaften sowie auch CSS-Sachen reinschreiben. Ich lasse es leer, klicke auf OK. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, eben diese Seite vollzuschreiben. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Sachen hingeschrieben. Möglichkeiten, die wir hier haben, natürlich ganz Standard mit Tabellen hier hinzuzufügen. Und ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele rein, damit man hier so grob sieht, was hier eben möglich ist. Man kann natürlich auch hier trotzdem dann Sachen dick machen, unterstreichen oder durchstreichen oder auch kursiv machen. Ich kann auch hier matte Sachen hinschreiben. Also ich könnte zum Beispiel 5 und dann eine Hochstelle machen, hoch 2, Blockquote verwenden und. Wir können hier Videos einfügen, noch ein paar Special Characters, also Sonderzeichen. Genau, und ich erstelle die Seite jetzt einfach mal, klicke hier also auf Erstellen. Das Ganze wird dann kurz verarbeitet, Seite erfolgreich erstellt und jetzt sehen wir hier, sind wir in diesem Modus drin. Und wenn wir das jetzt hier einfach mal in einem privaten Fenster öffnen, dann sehen wir auch, kommen wir hier drauf. Und jetzt sind wir natürlich nicht eingeloggt. Hier sehen wir jetzt dann, wenn wir auf Durchsuchen klicken, dass wir hier die Startseite haben. Das ist dann halt eben die hier. Und noch keine Kommentare. Um einen Kommentar zu schreiben, müsste man sich jetzt dann offensichtlich anmelden. Und so sieht das dann also aus. Hier könnte man es jetzt teilen oder auch ausdrucken. Ansonsten hier im Admin-Panel haben wir natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten, zu löschen, zu verschieben, umbenennen, duplizieren, konvertieren, Quellcode anzeigen oder den Verlauf zu sehen, wie es bearbeitet wurde. Ansonsten können wir hier auch neue Seiten erstellen und natürlich hat man hier auch die Suchfunktion. Aber das soll es jetzt auch schon wieder von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vor allem weitergeholfen. Wenn ja, dann könnt ihr mir das auch als gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und weitere Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt gerne meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.